Hallo, gestern war der unabhängige Futterberater Christian Treichel bei mir zu Gast in der neuen Milchviehberatung und hat einen spannenden Vortrag darüber gehalten, was du bei der Trockensteherfütterung unbedingt berücksichtigen solltest. Heute siehst du einen Auszug zu dem Thema. Wie lange ist die Aufenthaltsdauer? Wie lange bleiben Kühe in einer Trockenstehphase? Diese Situation, sag ich mal, ist ja eben zur Erholung und so weiter gedacht. Und naja, ich sag mal, da bleibt eben die ein oder andere Fragestellung tatsächlich, wie man das angehen will. Und da gibt es tatsächlich ganz große Unterschiede. Zweiter Punkt, welche Komfortansprüche müssen erfüllt werden? Dieser Punkt, naja, ich sag mal, der hat ganz viel eben, wie gesagt, mit der Aufstellung zu tun, mit Licht, Luft, Wasser etc. Dritter Punkt, wie sieht die Verpflegung aus? Wenn man ältere Menschen nach ihrem Kuraufenthalt fragt, ist das immer ein sehr wichtiger Punkt, scheint bei Kühen auch so zu sein. Wie sieht die Verpflegung aus? Vierter Punkt, und wie ist der Tagesablauf organisiert? Es gibt eine ganze Menge Parallelen zu Kuraufenthalten. Deswegen fand ich das ganz angemessen, das mal miteinander zu vergleichen. Wie lange ist also die erste Fragestellung? Es scheint so zu sein, als dass sich die Fachleute in Europa, aber auch in Übersee einig sind, alles, was da unter 40 Tagen ist, wird für eine Erholung nicht wirklich reichen, ist also zu kurz. Der nächste Punkt könnte dann sein, wenn das zu lang dauert, dann kommen Tiere in so eine Art, ja, Müßiggang habe ich das mal betitelt, sprich Stoffwechsel und Kreislauf verabschieden sich mehr oder weniger allmählich vom aktiven Leben. Das kann auch unmöglich unser Ziel sein in der Trockenstehphase, weil wir sind ja auch dabei, das Tier wieder vorzubereiten. Im Prinzip auf annähernd die doppelte Stoffwechselleistung wie während der Trockenstehphase selber. Das heißt, da kommt danach was auf das Tier zu. Mit der Abkalbung nimmt das sozusagen seinen Start. Und alles, was dann kommt, ist sicherlich ein hoher Leistungsanspruch und auch ein Gesundheitsanspruch. Und dem müssen wir natürlich auch irgendwo während der Trockenstehphase sozusagen etwas vorausschicken. Zu lang bedeutet also Müßiggang. Üblicherweise sind 6 bis 8 Wochen. Also ich sage mal, diese 6 sind tatsächlich tendenziell eher zu knapp. Ich würde behaupten, dass es so ist, dass je leistungsstärker Herden sind und auch je jünger Herden werden, das heißt, je früher das Erstabkalbedatum ist, desto eher bin ich in der Situation, dass ich auch gerne die 50 Tage noch hinter mir lasse. Das heißt, dann sind wir also tatsächlich eher in Richtung 8 Wochen unterwegs. Und ich sage mal, derjenige, der es heute vielleicht noch nicht ist im Bereich der hohen Leistung, ja, der strebt das zumindest an. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir die 6 Wochen doch eher als Ausnahme betrachten. Richtung 7 bis 8 Wochen halte ich für okay. Die Differenzierung, warum der eine das so und der andere das so macht, ergeben sich ja nicht nur aus den Leistungsgeschichten, die ich gerade angerissen habe, sondern sie ergeben sich oftmals eben auch aus betriebsspezifischen Bedingungen, wie zum Beispiel den Platzverhältnissen und vielleicht auch so ein bisschen der Historie. Wie gesagt, die Historie hat meistens ihren Ursprung nicht bei 35 und 40 Liter Betrieben, sondern eher bei 20, 25 Liter Betrieben. Da war das vielleicht auch durchaus mal okay, wenn man gesagt hat, naja, das reicht vielleicht auch mit 6 Wochen. Ziel kann das in Zukunft, glaube ich, eher nicht sein. Das Leistungsniveau der Herde hatte ich angesprochen. Ja, und eben die Platz- und Komfortverhältnisse, die wir praktisch vorfinden auf den Betrieben, auch sie sind letzten Endes ein Stück weit Rahmen bei dieser ganzen Sache. Und ja, da denke ich einfach, dass man das, wie gesagt, gut im Auge behalten sollte. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.